Auf zum nächsten. Fortnite. Okay. Warum nicht Fortnite? Ich hab mal den Wikipedia rausgesucht. Von Night of Dreams. Klick mal drauf. Nights into Dreams. Will mal Bilder. Ah ja, das kenne ich. Das habe ich nie gespielt, aber das kenne ich, Nights. Ich kenne das nur als Nights. Aber jetzt, wo ich sehe, die Figur, das kenne ich. Okay. Müsste auch ein Geist in Smash Brothers sein, der Nemesis. Oder meinst du die Dreams-Figur? Ja, das stimmt eigentlich. Könnte schon passen. Braucht man für Dreams PS Plus? Oh. Ich glaube nicht, aber informier dich vorher lieber, weil ich es echt nicht weiß. Early Access Battle Royale. Das ist aber nicht wirklich Multiplayer Battle Royale, oder? Okay. Haben wir wieder die komische Teamsteuerung. Oh, ich glaube, ich bin tot. Hey, der kann durch die Mauer schießen. Was ist denn jetzt los? Das ist aber nicht cool. Ah, ich will auch durch Mauern schießen können. Ja. Nein, 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 nein. Wir spielen nicht The Quest for Cheese 3. Auf keinen Fall. Genug Quest for Cheese. Nein, danke. Wie schnell haut denn der die Spiele raus, der Quest for Cheese-Macher? Das ist ja der Wahnsinn. Spielen wir lieber Volcano Survival. Was mache ich hier? Ich versuche den Kugeln auszuweichen. Oh, die springen Löcher in den Boden. Und sammel währenddessen Früchte oder so. Ich kann aber auch ein bisschen fliegen. Das ist ja irgendwie nett. Das ist ein nettes, arkadiges Spiel. Aha, guck mal, die machen gar nicht irgendwie tödliche Löcher, sondern verformen nur die Insel. Und ich sammle einfach gechillt weiter Früchte, als wäre nichts gewesen. Na gut, cool. Jetzt wird's aber ernst schon langsam. Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Ja, okay. Oh oh. Das ist irgendwie wirklich cool. Was ist das da? Ich weiß nicht, was es ist. Ich will es haben. Ich hab's bekommen. War es das wert? Ich weiß es nicht. Oh, oh! Ah! Das ist ein cooles Spiel. Muss man schon sagen. Das ist richtig... Macht richtig Spaß. Oh, oh. Moment, jetzt bin ich in irgendeiner Höhle. Bin ich jetzt in einer unterirdischen Höhle gelandet? Ist das gut oder schlecht? Ich meine, hier treffen mich zumindest die Gegner nicht, aber andererseits kriege ich auch keine Punkte. Hier könnte ich raus. Oh, ich glaube, jetzt wurde ich getroffen. Das ist cool. Aber machen wir weiter mit dem nächsten. Dream Relentless. First-Person-Shooter. Na gut. Understood. New game. Normal. No. No movement controls, please. Let's go. Kannst du den Vogel als Emote benutzen? Haha, das wäre cool. Shadows first lengthened, one stood. He
Das klingt verdächtig nach Doom. The Dream Slayer. Das ist lustig. Mit dem Twist habe ich nicht gerechnet. The Dream Slayer. Wir bereisen quasi jetzt das Traummultiversum. Auf der Suche nach den Traumdämonen. Oder sowas. The Tronicon. Danke fürs Followen. Entschuldigung. Ich bin schon ganz heiser. Bei irgendeinem Spiel musste ich vorher so schreien. Weiß gar nicht warum. Kann mich nicht mehr erinnern. Okay, spielen wir Dream. Okay, das lief schon mal nicht so gut. Ah, schade. Das Intro hat gerade irgendwie viel mich hoffen lassen. Ah, das ist jetzt ein bisschen nicht mehr ganz so gut. Aber schauen wir mal. Lassen wir uns mal vom Tutorial-Gegner nicht verunsichern. Schauen wir mal, was noch kommt. So. The Slayer walks the barren plains of the Mariverse once more. Do not smash the screen, for we must handle quickly. Demons are flooding into the Dreamiverse as we speak, and you are the only one who can stop them. I trust you'll do the right thing. The Dreamiverse. The rote Taschenlampe. Ich weiß jetzt schon nicht, wo ich hin muss. Oh, wahrscheinlich nicht darunter. Na gut. Ah, es gibt einen Doppelsprung. Okay. Das steuert sich zumindest voll in Ordnung hier. Schon mal gut. Wenn ihr das nächste Mal einen Albtraum habt, dann wartet einfach, bis der Dream Slayer kommt und euch rettet. Pick up. Locks found. The Expedition. Ja, wenn das mal keine Arena ist, ne? Halb Idi, halb Dämon. Das Treffer. Es gibt halt nicht wirklich Trefferfeedback. Das fehlt ein bisschen. Ansonsten eigentlich, glaube ich, nettes Spiel. Aber Trefferfeedback gibt es nicht wirklich. Trefferfeedback ist halt wichtig und sowas. Wie ging gleich nochmal der Nahkampfangriff, den ich da machen konnte? Wir gehen leider nicht mehr hin. Naja, ich glaube, der geht auch nur, wenn die irgendwie blinken oder so wahrscheinlich. Oh oh. Nein, ich komme da nicht mehr raus jetzt. Okay, geschafft. Was bauen die auch sowas in die Arena rein? Ist ja komisch. Da kommen wir, glaube ich, oder? Und nun? Ah. Und nun? Jetzt doch da unten weiter. Vielleicht. Kann ich mich irgendwie ducken? Ah, Nahkampfangriff gefunden. Aber ducken kann ich mich scheinbar nicht. Ja, kann man im Grunde als Doom-Fangame quasi, ne, so stehen lassen. Machen wir weiter mit dem nächsten.
Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Cool, das gefällt mir jetzt schon. Find Jeff. Oh oh. Jetzt wird's gruselig. Ah, okay. Aha. Wie er seine Taschenlampe in die Luft wirft und wieder auffängt, gefällt mir. Ein 2D-Plattformer. War da gerade eine Person im Hintergrund im Wald? Das ist cool. Ich glaube schon. Ich höre Musik. Ich glaube, sie kommt aus dem alten Steinbruch. Oh oh, ich falle. Aber die Musik wird lauter. Ich hoffe, da unten sind Matratzen oder irgendwas anderes unten. Okay, wo die wilden Kerle wohnen. Wow, what the? Das ist ja ein Mensch. Awesome! Okay. Words gonna keep the hoop spinning. Ich finde es irgendwie witzig und abgedreht, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss und was hier los ist. Ich bin hier irgendwie gestrandet. Gibt's hier irgendwie ein Telefon oder so? Absolut, Mann. Du kannst meins haben. Oh, wow, das ist wirklich nett von dir. Danke. Ja, ich hab's bei einem Wanderer gefunden. Aber die Batterie ist leider leer. Oh. Ich bin mir sicher, irgendjemand hier hat ein Ladekabel. Danke. Ich frag mal rum. Das ist schon witzig. Tut mir leid, ich suche nach einem Ladekabel. Hast du zufällig irgendeins, das ich mir leihen kann? Nee, Mann, tut mir leid. Dem kann ich nicht mehr reden. Quasi ein Adventure wahrscheinlich. Bei einem total Monster-Rave. Tut mir leid, ich suche nach einem Telefonladekabel. Hast du zufällig eins, das ich mir leihen kann? Nee, Mann, sorry. Aber ich glaube, ich habe Jeff mit einem gesehen. Er ist in der anderen Kammer durch die Röhre hier. Ich mache sie für dich auf. Sei vorsichtig. Da sind menschenfressende Monster drin. Oh, okay, danke. Das gefällt mir irgendwie. Okay, das wird schon langsam gruselig. Hallo, monsterfressende Menschen. Was? Na gut. What? Ich glaube, ich bin gestorben. Das ist aber nicht nett. Nein, jetzt komme ich nur mehr. Lauf! Okay, Vorsicht. Oh Gott! Oh Gott! Okay, geschafft. Wow! Mensch! Du da! Hallo, bist du Jeff? Kann ich mir dein Ladekabel ausleihen? Is that what that is? Ist das hier ein Ladekabel? Ja, klar. Okay, danke schön. Ruf nur nicht die Polizisten an, die unsere Party dann beenden. Alles aufgeladen, danke nochmal. So, und wie benutze ich jetzt das Telefon? Wer weiß. Na, schauen wir mal, ich gehe einfach mal weiter. Hey Mann, ich bin im Wald gestrandet. Hey, wow, bist du in Ordnung? Es war total crazy. Ich habe diese wirklich netten, riesigen, behaarten Kerle getroffen, die einfach echt gern Party machen. Ah, hört sich wie meine Art von Leuten an. Ja, kannst du mich vielleicht abholen? Es ist ziemlich gruselig hier, weißt du?
Sicher. Halte durch. Ich bin sofort da. Danke, Dude. Oh, schade. Jetzt ist es vorbei. Das war irgendwie nett. So, was ist das? Willkommen im Garten. Charakterpräsentation. Okay, nehmen wir mal Ash. Spielen wir mal Willkommen im Garten. Hallo, Frosch. Hallo und willkommen bei unserer Charakterpräsentation. Hier kannst du deine Sprungfähigkeit trainieren und das Rutschen ausprobieren. Das steuert sich besser. Naja, gut. Einfacher Hindernisparcours und ein kleiner Spaziergang. Schaffe es bis zum Ende und schalte einen schwierigeren Parcours frei. Na, schauen wir uns das mal an. Yeah! Oh yeah, das ist ja wie in Mario 64. Ach, schön. Diese Plattformen geben dir einen Eindruck von der Sprunghöhe für deine Kreation. Oder so ähnlich. Wähle beim Levelbau doch tatsächlich Höhen aus, die zu deiner gewünschten Schwierigkeit passen. Oh oh, Gegner voraus. Du musst ihn besiegen, um das Tor zu öffnen. Versuch drauf zu springen. Sei vorsichtig, beim zweiten Treffer kehrst du zum Checkpoint zurück. Das steuert sich gut. Das steuert sich mal echt ganz gut. Gut gemacht. Zweiter Hindernisparcours ist für dich freigeschaltet. Zur Orientierung habe ich dir Sprunghöhenhilfen dort drüben hingestellt. Okay, schauen wir uns den zweiten Parcours auch noch an. Dieser Hindernisparcours ist etwas schwieriger als der erste. In dem Rutschabschnitt sind animierte Dinger, genau. Ich sehe schon. Na dann. Diese Plattformen haben verschiedene Oberflächentypen, Gras, Holz, Wasser und so weiter. Wenn du im Anpassungsmenü eines Models den richtigen Audio-Oberflächentyp auswählst, klingen die Schritte auch richtig. Spiele ich hier gerade so eine Art von den Entwicklern des Spiels erstellte Demo für Creator? Wisst ihr, was ich meine? Kann das sein? Ich glaube nämlich irgendwie schon. Okay, nächster Parcours. Ich habe den dritten für dich freigeschaltet. Zur Orientierung, Audio-Oberflächen. Ich glaube wirklich, dass das so ein Tutorial ist. Naja, aber es ist irgendwie gut. Der Parcours ist nicht mehr so leicht. Im Modelliermodus haben wir die Bahn mit ein paar Löchern versehen. Fies. Jaja, das ist garantiert eine Demo. Also quasi ein Tutorial, das wir hier spielen. Die Sprungdistanz ist hier markiert. Das Schwarze ist unüberwindbar. So kannst du verhindern, dass Spieler an bestimmte Orte gelangen. Sprungdistanz und Plattform herzustellen, Schwierigkeitsgrade und so weiter. Nehmen wir mal den schweren Mittelweg. Oh, das ist aber wirklich knapp, ja. Nehmen wir doch lieber den leichten Weg. Okay, oh oh, Kanone. Ah, Mist. Nein. Hey, aber habt ihr das gesehen? Das ist ja voll wie bei Mario. Ich habe meine Mütze verloren und somit quasi einen Energiepunkt. Wie in Mario 64. Schön. Ja, aber nee, in Mario 64 war es ja eher so, wenn dir die Affen die Mütze klauen, hast du ein echtes Problem, weil du dann gar nichts mehr aushältst. Aber so ähnlich. So, letzter Hindernis, Terpokutupur. Machen wir jetzt auch noch. Ein schwieriger Hindernisparcours. Mal schauen, ob wir es bis zum Ende schaffen. Los geht's. Quack, 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 quack. Na, die Musik habe ich bei so Rutschpartien sofort im Ohr.
Ja, man merkt schon, das ist schon sehr professionell hier gemacht. Das ist garantiert von den Machern des Spiels. Okay, bleibt nur noch eins. Die Zeitrennherausforderung. Okay. Los geht's. Okay, ich sehe schon. Na dann. Das sind jetzt quasi die ganzen Parcours aneinandergereiht, oder wie? Ach, komm schon, Pflanze. Was soll denn das? Nein! Na, super, das haben wir ja gut gemacht. Oh Mann, oh Mann. Luniox, danke fürs Followen. Schön, dass du mit dabei bist. So, ich nehme wieder den leichteren Weg, auch wenn er ein bisschen länger dauert, aber bevor ich in die Schlucht falle und dann dauert es doch insgesamt wieder länger, machen wir es so. Autsch. Puh, die Kanonen finde ich schwer. Ich finde auch diesen Effekt, wenn man getroffen wird, ein bisschen viel. Es ist schwierig, dass man sich da nach dem Treffer wieder orientieren kann. Ah! Das ging irgendwie beim ersten Mal besser, witzigerweise. Warum habe ich jetzt so Probleme damit? Verdammt. Ich bin halt ein First-Try-Guy. Anfängerglück. Nein, komm schon. Das ist doch furchtbar. Ich will immer springen. Man kann hier nicht springen. Also, warte mal. Was? Gerade sage ich noch, man kann nicht springen. Ich hämmer die Sprungtaste jetzt die ganze Zeit. Warum kann ich ab und zu springen? Ah, komisch. Aber ich verlasse mich lieber nicht drauf. Da. Das hat jetzt meine Zeit wahrscheinlich ziemlich kaputt gemacht. Leider. Dafür wäre das so gut. Na schön. Das ist cool. Jetzt muss ich kurz schauen. Von Media Molecule. Ja, ganz genau. Ja, eben. Das ist von den Machern des Spiels. Press the touchpad button for control. Sonic Legends. Okay. Schauen wir uns das mal an. Hub World. Explore the Hub World. Okay. Von mir aus. Lost City, Act 1. Doom 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 boom 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 boom. There's no time! I've gotta hurry! Gotta go fast! Die Speicherbubble, Checkpoint-Bubble sind aber weit auseinander. Ich glaube, das habe ich nicht richtig gemacht. Warte mal, Boost. Homing Attack, Boost. Ah ja, Viereck, okay. Ich glaube, das habe ich wieder nicht richtig gemacht. Ist ungefähr so wie so manches Sonic-Spiel vom Bug-Niveau her. Light Dash. Ich weiß leider nicht, wo wir hin müssen. Das macht es mir echt ein bisschen schwer. Ich glaube, hier eigentlich nicht, oder? Ich glaube, ich bin irgendwo reingeglitscht, wo wir eigentlich nicht hin sollen. What? Ich habe wirklich keine Ahnung, was das Spiel gerade von uns will. Ich weiß aber, dass wir schnell sind. Soll ich da oben landen, oder wie? Ich versuche es noch einmal. Dann ist Schluss. Der schreibt mir hier zu sehr ins Ohr, der Sonic. Dauernd bleibe ich in der Häuserfassade stecken. Naja, ich meine, theoretisch... Ah, warte mal, geht's etwa da unten weiter? Nee, kommt mir nicht so vor.
theoretisch ist die kann hat das das hat Potenzial, die Steuerung. Muss aber noch sehr viel gepolished werden. Aber gut. Warnung, Doom 1993 Remake. Work in progress. Important cutscene. The following content may contain horror, violence and more. Schauen wir uns mal das Remake von Doom hier an. Doom 1993 Remake. Oh oh. Da ist unser Fernseher kaputt. Mission 1. Los geht's. Ich bin bereit. Also, dass das schon mal irgendwie 3D ist, ist schon mal nicht sehr Doom 1900. Ah, okay. Ja, gut. Das kann passieren. Interessant. Oh, Mann. Na gut, wisst ihr was? Dann machen wir jetzt Schluss mit Dreams. Ich habe noch ein paar andere Spiele, die ich heute spielen will. Aber dann machen wir jetzt erstmal kurz 5 Minuten Pause. Kurze Pinkelpause für alle. Dann treffen wir uns gleich wieder hier. Und dann geht's weiter, würde ich sagen. Ich muss ein bisschen umbauen. Also, genau, bis gleich.